Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thief in den Behandlungsräumen der Anstalt von Moira. Wir suchen Raum 3F, aber gucken uns vorher natürlich alle anderen Räume an. Einen davon haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Ist das ein Lichtschalter? Wir werden sehen. Erstmal halten wir E. Ist das ein Arzt angekettet? Über irgendeiner Grube? Warum sollte jemand den Arzt anketten? Und da drüben sehe ich einen weiteren Knopf. Sie tun mir weh. Viel zu viel Schmerz. Oh, Aaron, was ist dir nur geschehen? Was haben sie dir nur angetan? Und hier der Raum der Lobotomie. Na, Glückwunsch. Der junge Mann könnte mal... Ist das der Patient? Das sieht aus wie der Patient. Ich dachte, das wäre der Arzt, aber es ist wahrscheinlich der Patient. Bevor wir auf irgendwelche Knöpfchen drücken... Da ist 3E und da hinten ist 3F. Ich drücke noch auf keine Knöpfchen. Hier ist soweit nichts zu sehen, außer dass irgendwo ein Feuerchen brennt. Und das Letzte, was ich tun werde... Bitte was? Das Letzte, was ich tun werde, ist natürlich 3F Experimental Treatment. Das heißt, sie haben Experimente an Aaron durchgeführt. Bevor ich da irgendwas mache in Richtung 3F, drücke ich ja lieber nochmal auf die Knöpfchen. Aber nichts passiert. Hier drüben aufs Knöpfchen. Und nichts passiert. Ich frage mich, ob ich die Knöpfe vielleicht in irgendeiner Reihenfolge drücken muss. Nichts passiert. Oder vielleicht brauchen wir einfach Strom, denn der Knopf beim Fahrstuhl ging ja auch nicht. Und hier können wir die Türen momentan noch nicht öffnen. Obwohl wir irgendwie die Räume betreten können müssten. Ich will gar nicht bei 3F durchschauen, ehrlich gesagt. Ich schleiche mich mal übers Glas, hier geht es ja nicht anders. Diese Türen brauchen Energie. Hier steht sicher irgendwo ein Generator. Ja, soweit waren wir auch schon. Erlange Zutritt zu Raum 3F. Weißt du was, dann gucken wir doch mal durch. Finde den Generator und schalte ihn ein. Dann schauen wir mal. Ein elektrischer Stuhl. Na, Glückwunsch. Aber keine Spur von Aaron. Das ist gut. Sensory Deprivation Chambers. Bitte was? Reizentzug. Ah. Die Türen von belegten Zimmern müssen stets geschlossen bleiben. Abkehr von den Sorgen der Welt ist Balsam für die Seele. Na, Glückwunsch. Einfach Stühle. Zum Festschnallen. Stühle zum Festschnallen. Mit Augenklappen. Wahrscheinlich auch mit Mundknebeln oder irgendwas, damit niemand was sagen kann. Generator Room. Da gehen wir gleich rein. Erstmal gucken wir natürlich hier. Nahrung brauchen wir gerade nicht. Hier ist noch ein Knopf. Und ein Schlösschen zum Knacken. Das würde ich gerne machen, bevor wir den Generator anschmeißen, denn ich glaube, danach kriegen wir wieder Besuch von Musik. Und da möchte ich gerne lieber eine Leuchtbombe. Eine Leuchtbombe hier unten? Aufzugsperrung. Pete, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Der Aufzug zur Reformierung steht derzeit offen. Jeder kann einfach hineinspazieren und den Hochsicherheitstrakt einen Besuch abstatten. Ich möchte, dass du einen Schließmechanismus einbaust. Es geht dabei nicht nur um die Sicherheit der Insassen der Reformierung, sondern auch um unsere Patienten hier in der Heilanstalt. Was geschieht, wenn eines von Hanfields Objekten ausbricht? Die Patienten in den oberen Stockwerken wären ohne jeden Schutz. Denke mal darüber nach. Wenn du Genehmigung brauchst, besorge ich sie dir. Eliza. Das ist also E-Punkt. Eliza.
Fluchtnotiz. Avery, verzieh dich lautlos. Ignoriere das Öl und das Glas. Sie dienen deinem Schutz. Entzünde eine Fackel und triff mich bei den Docks. Ich weiß nicht, was sie sind, aber wenn einer von ihnen dich sieht, dann stecke den Mistkerl in Brand und lauf. Ich warte auf dich. T. Oh, da hat Mr. T seinen Kumpel Avery rausgeholt. Verzieh dich lautlos und ignoriere das Öl und das Glas. Das auf dem Boden. Verzieh dich lautlos? Wie will man sich denn lautlos verziehen, wenn man das Glas ignoriert? Sie dienen deinem Schutz. Das heißt, wir werden gewarnt, wenn jemand auch mit dem Glas knirscht, oder was? Ist das jetzt ein Hinweis auch an uns? Wenn jemand mit dem Glas knirscht, müssen wir aufpassen? Ist das so? Deswegen liegt hier überall Glas rum? Ich habe Angst. Ich möchte nicht den Generator anschmeißen. Schmeißen. Scheiße. Hier sind ja echt Ölpfützen. So, Mikroskop. Oh, 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 oh. Entnahme der Urkraft. Das Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft hat einen schweren Rückschlag erlitten, aber vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Die Energie ist lediglich in ein schwächeres Gefäß übergewechselt, als vorgesehen war. Ich begreife zwar nicht, wie das möglich war, aber es muss einen Weg geben, sie in den Stein zurückzubringen. Ein schwächeres Gefäß. Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft. Was macht das hier unten bei den... Wir haben hier unten quasi diese Treatment Chambers, ne? Also die Behandlungsräume. Und wir haben einen experimentellen Treatment Chamber, wo die Erin damals eingesperrt wurde. Und wir haben hier offenbar ein Ritual zur Nutzbarmachung der Urkraft, was ja normalerweise keine normale Behandlung ist, aber eventuell eine experimentelle. Ist vielleicht Erin das schwächere Gefäß, die dann die Urkraft in sich vereint hat und deswegen... Existiert sie noch als Geist weiter und wir sehen sie ab und zu? Ist das der Grund? Generator Room. Ein Versteckschrank. Und auffällig viel Nahrung überall. Da war doch gerade noch was. Ach da. Ich habe das Gefühl, hier geht's gleich rund. Hier ist ein Hebel. Ist das nur ein Hebel und dann geht's los? Pass mal auf, bevor ich das mache, ich habe ein ganz übles Gefühl gerade. Die Verlassenen, ja, möchte ich gerne überschreiben. So. Ich habe ein ganz übles Gefühl bei der Sache. Ja. Lange Zutritt zu Raum 3F. Boah, Licht. Ich hätte nie gefreut, dass ich mich bei Thief mal über Licht freue. Was war das denn gerade? Da mumpelt irgendwas runter. Die Tür ist jetzt geschlossen. Okay, 3E Operation Room. Ich trete mal aufs Glas. Nee, das war's nicht. Ich dachte gerade, ich speichere direkt nochmal, weil ich weiß, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, gehen bestimmt alle Türen auf. Und wir sind am Arsch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Die Türen gehen auf. Passiert gar nichts. Sind jetzt wirklich alle Türen aufgegangen? Ich dachte, die können wir nacheinander aufmachen und müssen uns da nicht knirsch. Nichts.
Oh, wie schön. Ein Gäbelchen? Ein Lübchen. Das ist aber Lüb. Und wir erlangen Zutritt zum Raum. Bevor wir den natürlich erlangen, ich mache wieder alles andere als... Okay, wir müssen da durch. Freunde, ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Und da leuchtet es auch noch so, wie diese komische Energie. Kalibrierung. Maschine muss vor Operation sorgfältig kalibriert werden. Das Durchdringen des Schleiers, der das Fenster zur Seele verhüllt, kann den Pfad zum Wohlbefinden enthüllen. Ich glaube tatsächlich, hier sind schlimme Dinge passiert. Oh. Verlegungsanforderungen. Ich verstehe die unvermeidlichen Bedenken, aber ich sehe mich dazu gezwungen, Patientin 18 nach unten ins Gefängnisstockwerk zu verlegen. Mir ist bewusst, dass das nicht das übliche Vorgehen ist, aber das Subjekt muss zur Sicherheit aller isoliert werden. Das Gefängnisstockwerk ist der einzig geeignete Ort, sagt Dr. Stedman. Dem wir kein Wort glauben wollen. Alter, ich drücke hier so oft auf F5, meine Platte ist bestimmt gleich voll. Ich will da nicht hoch. Sag ihm nicht, dass du Angst hast. Er darf nicht sehen, dass du die Kontrolle verlierst. Ich wollte ihn aufhalten, wollte mich selbst retten. Doch sie lassen mich nicht erwachen. Ich brauche die Urkraft aus dem Mädchen. Aber sie darf nicht sterben. Auf keinen Fall! Du verstehst die Angst nicht wahr, Garrett? Die Angst, gefangen zu sein, benutzt zu werden. Schnell! Sie verdirbt sie! Siehst du... Oh. Ich zerstöre alles. Die Urkraft ist gefährlich. Sie muss beherrscht werden. Nein! Das ist nicht gut. Ich bringe sie wieder runter in die Gefängnisebene. Ich hielt dich für tot. Doch es war schlimmer. Du hast die Urkraft gestohlen. Jetzt will der Baron sie zurück. Sie haben die Gefängnisebene erwähnt. Ich muss wohl noch tiefer in dieses Loch hinein. Ich dachte, jetzt müssen wir heraus. Und wieso laufen hier plötzlich Patienten rum? Hilfe? Wo kommen denn die Patienten auf einmal her? Wie haben die sich materialisiert? Und ich wusste doch, dass sie der Behälter für die Urkraft ist. Wir haben also Besuch. Fein. Oh, ein Safe. Ein Safe, ein Safe, ein Safe. Sterilisation. Oh, aua, aua, aua. Instrumente vor der Vivisektion. Aua. Mit Alkohol reinigen. Die Untersuchung der Belastung des menschlichen Körpers erfolgt am besten im vollen Licht des Lebens. Na, Glückwunsch. So. Dr. Lupin, nimm mal mit. Ah ne, Professor Lupin, ne? So war das. Da können wir nicht rauf. Ich habe das Gefühl, das war nicht der einzige Patient, der da kommt. Ich höre komische Geräusche vom Aufzug oder von irgendwas anderem. Hörst du? Schmetterling auf einer Sommerblüte.
Ah. Mist. Ich dachte, das reicht noch, aber der hat ein bisschen Kraft verloren bei dem Schwung. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich finde dich, du Bastard. Finde mich. Finde mich. Ich bin eins mit den Schatten. Er könnte Geld haben. Ich könnte Geld haben. Oder auch die Kontrolle über dein Leben. Hier ist jemand! Ja, hier ist jemand. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Bin ich das? Wie viele von euch denn noch? Hier drüben. Stimmt's? Komm. Komm in meine Arme und sei gereinigt. Komm in meine Arme, du bist gepeinigt. Der süße Tod erwartet dich. So, haben wir also ein paar lustige Dinge getan. Wo kommen auf einmal die Patienten her? Leuchtbombe, Inventar voll, Schadi. Hydrotherapie. Maximale Effektivität durch Variation der Eintauchdauer. Atme Wasser ein, atme Licht aus. Das ist natürlich super. Da oben ist was auf dem Fahrstuhl. Und da unten ist auch was. Junge, sag doch mal, was ist denn los? Junge, ich fächer die Luft zu. Wie komme ich denn da unten rin? Ah, natürlich. Nanü? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ich will da ehrlich gesagt noch nicht runter, denn ich befürchte, da kommen wir ein Stockwerk tiefer. Und ich habe die Angst, dass wir nicht wieder hochkommen. Deswegen will ich hier oben erstmal ein bisschen abräumen. Also aufräumen in dem Falle. Wie zum Beispiel... Knöppi drücken. Und Dinge mitnehmen. Jetzt kommt ein Geheimding, oder was? Ja, liegen aber viele rum. Ich hätte Lust, die überall zu drapieren, aber das dauert mir gerade zu lange. Was haben wir denn da? Lobotomieraum. Die Breite des Stahlpickels muss an die Schädeldicke des Patienten angepasst werden. Eine überbordende Fantasie ist das erste Anzeichen von Wahnsinn. Danke, das nehme ich als Kompliment. Hätte man wunderbar das Öl anzünden können eigentlich mit dem Feuerpfeil. Aber so ging es ja nur auch. Die Frage ist nur natürlich, was ist mit den anderen Räumen? Und vor allen Dingen, was ist mit dem Safe? So, Mikroskopchen. Hier ein schönes Feuerchen, ist auch ganz heimelig, finde ich ganz toll. Ich frage mich, finden wir hier denn irgendwo noch... Da ist nichts? Nee, sieht nur so aus. Finden wir hier denn noch irgendwo, die Safe-Kombination? Und ich würde echt gerne da drüben rein, aber das geht leider nicht. Da sind auch alle Türen offen, es sei denn... Der hat doch jetzt auch Strom hier, ne?
Geh mal ganz kurz das Treppchen hoch. Da oben ist eine Türe, die ist jetzt auch erleuchtet, aber ich glaube, da kommen wir so oder so nicht durch. Nee, kommen wir nicht. Wir können jetzt wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl runter oder mit dem... So. Da waren gerade Geräusche, denen ich nicht unbedingt traue. Ich dachte, ich stelle mich mal drauf. War bestimmt eine tolle Idee. Oh. Alter. Okay, da ist niemand drin. Wir können damit hochfahren oder runterfahren. Oder aber wir können auch den kleinen Geheimraum unter dem Ding nutzen. Ich würde gerne die Kombination wissen, ehrlich gesagt. Wo war der Tresor denn nochmal? Hier. Was ist das für ein Raum? 3E Operating Room. Da haben wir schon rein. Ah, Klopfen in den Rohren. Ja, das höre ich auch die ganze Zeit. Pete, bring das Klopfen in diesen verrotteten Rohren in Ordnung. Ich schwöre, ich höre dieses verdammte Geräusch bereits in meinen Träumen. Ich trommle es bei der Arbeit schon selbst mit den Fingern. Ich frage dich, kann man so operieren? Dr. Huntfield. So, 3 Flaschen. Sind alles dieselben Flaschen. Ich dachte, vielleicht wäre da ein Code drauf oder sowas. Alter, das Klopfen in den Rohren ist aber echt ätzend. Es soll ja irgendwo in die Wände reingehen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wirklich wo und wie. Vielleicht finden wir das noch raus. Ich hoffe. Wahrscheinlich sogar bei der Flucht. Und ich wüsste zu gerne, wie wir hier an den Safe kommen. Ich schaue nochmal ganz kurz die Dokumente durch. Ob ich da irgendwas finde. Kapitelchen 5, Geschichte 3 und 4 haben wir noch nicht gelesen. Den Rest, alter Schwede. 34 von 42. Boah. Duschbelüftung, Patientenverlegung. Lalalala. 18 auf 3F. Nachtaufseher im Dienst. Stimmen, Sterilisation. Haben wir da vielleicht irgendwas? Nein. Reizentzug. Da haben wir auch nichts. Die Türen müssen bla. Verlegungsanforderungen. Muss isoliert werden. Stimmen. Lalala, Schreibmaterialien, der Archivar hat wahrscheinlich auch nichts. M11 nach M2, Patientennotizen, zu M18, zu, ach so, ah ja, ja, okay, lalalala, bla 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 bla, Dr. Huntfield, 78,45, Fluchtnotiz, natürlich, verzieh dich lautlos, ignoriere und lauf. Ich warte auf dich. Patientin eingeliefert. Das ist die, in die Frauen in Isolation zu behandeln. Vorfall im Speisesaal 1879. Aktivitätenprotokoll 63 und 18. Ihr Gönner. Wer ist der Gönner? Der Baron vielleicht? Ist es der Baron eventuell? Wir haben ja hier auch baronische Schlösser im Dingens. Aber warum? Naja, also, ach ja, wahrscheinlich auch, weil er an das Zeug da will, an dieses komische Gewämse da, an dieses Gezuppel. Weißt du schon, das ist der professionelle Ausdruck dafür, Gezuppel. Behandlung mit Hitze und Kälte, lalala, Kopfschmerzen. Ich gehe nochmal ganz kurz alles durch, um irgendeine Tresorkombi zu finden. 18,5. Oder 2,7. Dr. Stedman kam ja auch vor, an den Rest kann ich mich ja nicht erinnern. 18,5 oder 2,7. Ich probiere das mal gerade. 18,5. Ist natürlich sehr weit hergeholt. 18,5. Nein. Was war das andere? 2,7? 2,7. Und jetzt drehen wir einfach das Rad die ganze Zeit. Ich hätte mir die Nummer merken sollen, weil wir angefangen haben. Das wird es einfacher machen.
Ja, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, das ist nichts davon. Okay, war ja ein Versuch wert. Das kriegen wir schon noch hin. Aber natürlich nicht mehr in dieser Folge, war doch klar. In der nächsten, ich würde sagen, ja, die Safe-Kombination, da können wir jetzt echt nur raten. Wir können noch mal ein bisschen absuchen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon alles abgesucht und haben sie trotzdem nicht gefunden. Es sei denn, die ist hier versteckt in irgendwelchen Einzelteilen irgendwo wieder mit dem Auge zu erspähen. Schauen wir mal in der nächsten Folge. Auf jeden Fall müssen wir da ein Stockwerk tiefer. Zuerst mal würde ich sagen, über das Wasser, unter das Wassertauchbecken. Und falls das nur ein Geheimraum ist, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl ein Stockwerk weiter in die Hölle. Musik